Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir spielen Rang S auf Veteran, das ist ziemlich schwer, aber ich zeige dir einige kleine Tricks, wie du das ganz einfach schaffst. Und das Ganze machen wir mit Leon im zweiten Durchgang. Ja, das war nicht ohne, also es gibt wirklich viele, viele Strategien, die ich mit dir teilen werde. Also das wird einfach sehr, sehr interessant, lass dich überraschen. Jetzt kommt die Sequenz und let's go. Also, was gibt es hier zu beachten? Wichtig ist, dass du die Treppen ordentlich runterrennst. Also ich tippe hier das Rennen an, dadurch ruckelt er so runter und ich spare mir ein bisschen Zeit. Genauso ist es, wenn ich hochgehe, achte mal auf meine Bewegung. Siehst du, ich ruckel so hoch. Also ich tippe einfach das Rennen an, lass es wieder los und dazu muss man erstmal eine Einstellung machen in den Optionsmenüen. Da gehst du einfach rein. So, das nehmen wir, Werkzeug, und dann hier wichtig, zwei Sticks, alle Sticks nach rechts halten, damit er sich schnell dreht, losrennen, dann kommst du hier an der Frau noch schnell vorbei. Wie gesagt, du musst in die ins Steuerungsmenü reingehen und dort einschalten, dass du den Knopf nicht halten musst, sondern immer wieder drücken musst. Und ich benutze die Steuerung C, falls du dich fragst. Also, das heißt, ich renne auf R1. So, hier gleich die Granate, ganz wichtig, jede Bewegung zählt hier. Dann den Schlüssel und jetzt gehe ich schnell in die Box und hole mir meine Pistole rein, Samurai Edge. Nicht gerade, wie ich mir das lege die andere hin. Das ist die kleine Vorarbeit, die du leisten musst. Ich erkläre dir gleich alles. Den müsste ich hier stunnen, das ist nicht so gut gelaufen. Also das heißt, erst wenn er so ein bisschen zurückfliegt, dann kannst du vorbei. Und hier benutze ich gleich die Granate, die wir gesammelt haben. Also damit ich hier vorbeikomme. Vielleicht wäre ich hier vorbeigekommen, aber das war mir zu risky ein bisschen. Wie gesagt, kleine Vorarbeit, die du brauchst, um das so schnell zu schaffen. Du brauchst diese Pistole hier, Samurai Edge. Und dazu musst du einfach auf normal durchspielen mit einem S-Rang. Also das ist ganz easy. Schlüssel gleich wegschmeißen. Ich werde dir hier wirklich viele Informationen geben, aber ich muss ja das Ganze hier noch kommentieren, was gerade passiert. So, hier durch. Der kann dich hier nicht packen, wenn du schön eng durchläufst. Um S-Rang auf normal zu bekommen, musst du unter 3 Stunden durchspielen. Also das ist wirklich easy going. Hier nehme ich zwei Sachen. Einmal das Pulver und dann das Elektroteil. Und ich rate dir wirklich alles ganz genauso zu machen, wie ich das mache, sonst schaffst du es einfach nicht. Also ich habe hier fast keine Fehler gemacht in diesem Run. Außer jetzt, sagen wir mal, beim Ausweichen. Also dass ich Hits bekommen habe. Aber so vom Sammeln habe ich das so perfekt gemacht. So, hier das Messer mitnehmen. Der liegt hier ein bisschen ungünstig. Normalerweise kannst du sofort vorbeilaufen, aber der ist bei mir ungünstig gelegen. Und ich muss den stunnen. Hier nochmal Schneidewerkzeug. Und ich sag's nochmal, also wirklich, sammel bitte alles ganz genau so, wie ich's gemacht habe. Weil wir haben hier ein kleines Problemchen auf Veteran. Wir haben nämlich sehr wenig Platz. Ja, also das heißt, wir kriegen nicht alle Taschen. Hier nehme ich die Kurbel. Wie gesagt, dort die Blendgranate war wichtig. Und nochmal das Pulver. Und hier schnell vorbei. Also da musst du sehr schnell sein, sonst blockiert er dir die Tür. Und ja, hier das Elektroteil rein. Und du siehst es sehr knapp. Ich war komplett voll im Inventar. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr knapp alles. Deswegen bitte alles genauso machen, wie ich das mache. Hallo? Ich habe viele Testruns gebraucht, um das auszurechnen. Also dass es so der perfekte Run ist. Und habe leider im Internet auch nichts gefunden. Zu dem Zeitpunkt. Ich bin mir sicher, da kommen jetzt auch noch einige Runs. Hier ganz wichtig, die Blendgranate werfen. Dann stunst du den Licker und dann kommst du an ihm vorbei. Das sichert dich aber nicht, das heißt, er holt dich jetzt gleich ein. Ab hier würde ich zurückgucken. Und wenn er auf dich zurennt, dann rennst du einfach auf ihn zu. Dann trifft er dich nicht. Und dann kommst du hier easy vorbei. Also das ist ein bisschen Übung. Da musst du ein bisschen üben, um das so zu schaffen. Und hier zum letzten Mal das Schneidewerkzeug benutzen, gleich wegwerfen. Also wir sind immer ganz, ganz knapp im Inventar, du siehst es. Zünder, Heilung, gleich mischen, damit wir Platz haben und dann nochmal eine Blendgranate, die habe ich hier fast vergessen. Und dann geht es auch gleich weiter und immer schön die Passwörter auch merken. Hier dieses Pulver auch gleich mischen, dann haben wir Rotflintenmunition. Du siehst, es ist ganz knapp alles ausgerechnet. Hier das Passwort 9157. Lern das auch schnell einzugeben. Du siehst, ich mache das ziemlich flüssig, außer auf die letzte Zahl.
Also die letzte Zahl war nicht ganz flüssig. Hier haben wir wenigstens eine Tasche. Also wir werden zwei Taschen bekommen. Nur zwei. Und das ist halt das Schwere. Hier habe ich kurz geguckt, wie schnell ich bin. 4 Minuten 31. Und ja. Also man muss ein bisschen üben, dass man das so schafft, wie ich das hier mache. Ich habe nur 5-mal gespeichert. Dadurch ist es kein, sagen wir mal, offizieller Speedrun. Weil normalerweise macht man das ohne Speichern. So, dann hier Cap eingeben, Munition holen. Aber mir geht es hier nicht um den Speedrun selbst, sondern mir geht es darum, dir zu zeigen, wie du den S-Rang holst. Und ja, wir werden hier noch einen zusätzlichen Erfolg machen, weil ich halt den direkten Weg hier laufe. Also ich zeige dir wirklich hier alle krassesten Tipps. Wenn du das so machst, wie ich das hier mache, dann wirst du auch noch den CO2-Verbrauch Erfolg haben. Also das ist dieser unter 14.000 Schritte. Hier nochmal das Pulver mischen. Du siehst, wir haben einiges an Schrotmunition, die brauchen wir für den Boss. Weil wir ja hier nur die Pistole haben, die Samurai Edge. Sonst haben wir keine Waffen mit Unendlichkeitsmunition. So, die Batterie verbauen. Alles hier mitnehmen. Mach das genauso, wie ich das hier mache. Alles. Sehr schön. Ja, und den nächsten Run gibt es dann mit Claire. Der ist dann leichter, weil wir jetzt, wenn wir hier durchspielen, kriegen wir so ein Maschinengewehr mit Unendlichkeitsmunition. Dadurch können wir natürlich noch leichter mit Claire spielen und dann den auch noch machen. Weil du musst mit beiden auf Veteran durchspielen. So, hier ist immer knapp. Man weiß nie, wie die Frau steht. Ich habe hier ein bisschen Glück, aber ich glaube, der wird mich jetzt treffen hier. Ah ne, da komme ich gut durch. Also ich habe hier trotzdem viele Fehler gemacht und ja, du kannst trotz Fehler natürlich trotzdem alles schaffen. Aber orientier dich so ein bisschen so, wie ich das mache. Deswegen kommentiere ich das überhaupt alles, damit du Strategien hast. Wie gesagt, geh an ihnen bitte nur vorbei. Hier merke ich, dass mir der Platz fehlt. Und entscheide mich halt, das Ganze zu mischen. Weil ich habe es vergessen halt zu machen. Also die Munition. So, jetzt kriegen wir hier nochmal gleich ein Pulverchen. Und kriegen nochmal Munition im Endeffekt. Gleich mal mischen, also kombinieren. Und wie gesagt, also nutze die Strategien, deswegen mache ich das Kommentieren hier. Weil es gibt hier einige Tricks. Jetzt kommt zum Beispiel ein Trick, der dir sehr viel Zeit spart. Und du brauchst Zeit, weil du musst unter 2 Stunden das Ganze durchspielen. Und zwar hier stehen und warten, bis die Explosion ja passiert. Weil dann kippt dieses Regal nicht nach unten. Und das spart dir halt natürlich wieder sehr viel Zeit. Weil bis du das hochhebst, das dauert ewig. Ja, dann hier das Passwort eingeben. Bedenke, dass es Steinbock, Harfe und der Vogel. Bedenke, dass es andere Passwörter sind, weil das der zweite Run ist. Beim ersten Run sind die anders. Also erster Durchgang. Hier komme ich noch wunderbar. Also bis jetzt läuft es super. Also ich bin wirklich sehr begeistert, wie es läuft. Aber natürlich werden jetzt hier auch einige Fehler passieren. Also wir sind, ich würde mal sagen, mindestens 10 Fehler passiert in diesem Run. Und denk, die Treppe so runter zu stottern sozusagen. Also immer so klick, 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 klick zu drücken. Zwillinge, Waage und kleiner Wurm. Zack. Also wie gesagt, ich tippe immer das Rennen an. Und denk dran, dass du die Einstellungen im Optionsmenü ja einstellst. Ich hoffe, dass du dieses Video auch nicht skippst. Weil wenn du skippst, verpasst einfach sehr viel Information, weil hier jede Sequenz zählt. Hier zum Beispiel kommt jetzt was. Also ich habe leider keinen Platz, deswegen muss ich erstmal runtergehen. Und hier erster Tipp. Zum Beispiel, wenn du hier das Ganze reinsteckst, ist das Problem, dass sie dir immer wieder näher kommen. Deswegen entscheide ich mich hier wegzugehen. Das ist leider so. Also nicht nur die Zombies, sondern auch er kommt dir näher. Und ich entscheide mich hier ein bisschen so das Ganze auseinander zu strecken. Erstmal die Schlüsselkarte zu holen. Im Kunstraum. Hier passiert alles super, ich stunne sie. Übrigens zum Stunnen, es ist halt einfach alles glückbasierend. Das heißt, wenn du die anschießt, kann es sein, dass du sie stunnst, ja, dass sie dann so wackeln. Es kann auch sein, dass der Kopf explodiert. Aber es kann auch sein, dass du 6-mal in den Kopf schießt und es passiert gar nichts. Ja. Also da muss man ein bisschen Glück haben. So, hier die Schlüsselkarte. Und die beste Strategie, die ich dann so am Ende, sag mal, raus hatte, war erstmal in den Körper schießen. Hier warte ich kurz. Und dann kann man hier durch. Auch so ein kleiner Trick.
Wie gesagt, ich hoffe, dass du nichts skippst, weil jeder kleine Trick zählt hier. Also ich habe es dann immer so gemacht, ich habe immer einen Schuss in den Körper gemacht erst und dann den Kopfschuss. Hier entscheide ich mich, ein bisschen Zeit zu sparen, um dein Messer rauszuwerfen. War, glaube ich, nicht so die beste Entscheidung, aber ja, Drohne, Feuer und der Vogel. Die hätte vielleicht was bewirkt, aber ich wollte hier Zeit sparen. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung. So, hier passiert schon der erste Fehler. Siehst du, ich schieße und es stunt ihn einfach nicht. Habe ich einfach Pech gehabt. Jetzt das Problem ist hier, dass er dich nochmal hitten kann. Also er trifft mich hier Gott sei Dank nicht. So, und jetzt muss ich das Ganze hier verbauen. Das Problem ist, sie kommen immer näher. Also die Stelle ist wirklich nicht ohne. Ich entscheide mich, hier alles zu verbauen. Und hier packt er mich leider. Aber das ist kein Problem, wenn er dich so packt, bekommst du keinen Schaden. Also das zieht nichts ab. Und deswegen umlaufe ich das Ganze, nehme ich hier noch ein Spray mit. Also muss halt das alles so ein bisschen auseinander dehnen. Jetzt ist halt so, wir brauchen noch die Schrotflinte. Und deswegen müssen wir hier durch. Mit der Claire müssen wir das dann später nicht mehr machen, weil wir haben ja das Maschinengewehr dann mit unendlich Munition. Aber dieser Run ist halt ein bisschen schwerer. Hier ganz wichtig nach links, weil sonst packt er dich. Sofort nach links, wenn du rauskommst. Also es sind hier wirklich viele Feinheiten, du musst alles haargenau so machen. Wenn du es nicht so machst, dann wirst du einfach getroffen. Und du musst verstehen, hier gibt es zwei Sachen. Also ich erzähle dir jetzt mal ein paar wichtige Informationen. Und zwar, es gibt halt geskriptete Sachen, so Schlüssel wegschmeißen. Und es gibt Sachen, die sind zufallsbasierend. Also was bedeutet geskriptet? Geskriptet bedeutet, dass immer dasselbe ist. So, hier entscheide ich mich, die Schlüsselflinte zu benutzen, um einfach Zeit zu sparen. Weil ich kriege ja von hinten Druck da. Ein Tyrant. Also, geskriptet, wie gesagt, das ist etwas, was immer genauso ist, wie es immer ist. Und dann gibt es halt zufallsbasierende Sachen, wie zum Beispiel die Zombies, die bewegen sich so ein bisschen zufallsbasierend. Ich werde dir jetzt ein paar Stellen zeigen, damit du das verstehst. Also, ich entscheide mich hier nicht zu speichern. Ich habe da leider gedacht, dass man auch speichern, sagen wir mal, nicht so oft wie möglich machen kann. Ich dachte, man muss wenig speichern, um den S-Rang zu bekommen. Das ist aber nicht so, du musst nur die Zeit schaffen. Deswegen, ja, speichere ein bisschen öfters, aber ja, musst dir natürlich auch das Fahrband reichen. Hier gehe ich runter, nehme noch die Granate für den Bossfight, die ist wichtig. Die rettet mir dann auch den Arsch, letztendlich. Also ich mache hier so eine aggressive Strategie, ich gehe sofort an ihn ran und schieße aus nächster Entfernung die Schrotmunition in ihn rein. Und stunne ihn dann weiterhin mit den Granaten. Du wirst gleich sehen. Der gute alte Dr. Birkin. Also ich denke, das ist so die leichteste Form von ihm. Aber allgemein sind natürlich alle Bosse leicht, wenn man sie ein bisschen studiert und trainiert. So, wichtig, wie gesagt, sofort rangehen und schön reinballern. So, wir sehen, das war ein bisschen ein Missplay gerade so. Zack, siehst du, er wird gestunt. Und ich muss sagen, ich habe hier so ein paar kleine Fehler gemacht. Weil ich, ja, ich hätte ein bisschen näher rangehen müssen. Wichtig ist, zack, gleich stunnen. Ich hoffe, dass du ein paar Granaten hast und dann geht's gleich weiter. Wichtig ist, dass du in den Arm reinschießt, was ich hier nicht mache. Also ins Auge, da hat er da ein Auge am rechten Arm. So, da werfe ich gleich noch eine Granate, stunnen. Wieder treffe ich nicht ganz sauber. Also ich hätte viel, viel näher rangehen müssen. Ich habe einfach ein bisschen Panik gehabt, muss ich sagen. Also das war nicht optimal. Und bedenke, dass er auch hier viel stärker ist, weil du spielst hier auch Veteran. Hier packt er mich und die Granate rettet mir meinen Arsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt einen vollen Schaden macht. Also ich wollte eigentlich die Granate auf ihn werfen, aber der hat mich hier einfach gepackt in der Situation. Wie gesagt, ich war ein bisschen aufgeregt, komischerweise bei dem Bossfight, obwohl ich den eigentlich gut beherrsche. Und normalerweise solltest du die Granate so auf ihn werfen. Weil ich glaube, dass du dann mehr Damage machst, aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es der volle Damage ist. So, jetzt die Munition ist weg, er ist immer noch nicht tot. Zum einen, weil ich nicht sauber in den Arm getroffen habe. Zum anderen, wir spielen ja auf Veteran, das heißt, er hat mehr HP. Er hält mehr aus.
Und ja, wenn er dir ganz aggressiv hinterher rennt, musst du ein bisschen stocken, also so ein bisschen stoppen, damit er zuschlägt, weil sonst rennt er dir die ganze Zeit hinterher. Und ja, wie gesagt, versuch wirklich in den Arm zu treffen. Und glaub mir, selbst wenn du ein paar Fehler machst, wirst du es trotzdem am Ende schaffen. Du wirst es dann sehen, also ich habe auch einige Fehler gemacht. Zack. Also auch die Pistole stunt ihn natürlich, wenn du einen gewissen Damage machst. Und du siehst, ich versuche in den Arm zu treffen, aber ja. Ich finde, dass die Pistole ziemlich ungenau ist. Also sie failt manchmal. Es ist nicht die beste Pistole, aber wenigstens hat sie unendlich Munition. Also sie ist auch ziemlich schwach, finde ich, vom Schaden. Und wie gesagt, du bekommst sie, wenn du den S-Rang auf normal machst. Das ist ganz easy. Also ein bisschen Vorarbeit leisten. Und allgemein empfehle ich dir den 100% Run. Wir haben ja auf unserem Kanal eine Playlist mit den Tipps. Schau dich da oben. Und da zeige ich dir alle Sammelgegenstände und so weiter. Und da haben wir dann den S-Rang gleich mitgeholt. Also wenn du schon mal alle Dokumente sammelst, alle Mr. Raccoon-Figuren, dann kannst du ja gleich dort schon mal den S-Rang machen. Also wenn du den Run dir anguckst dort, dann wirst du den auf jeden Fall schaffen. Und dann hast du die Pistole und dann kannst du hier weitermachen. Und da haben wir ihn auch schon. Ja, hier gucke ich kurz, ob ich noch was sammle. Auf die Karte kurz. Da habe ich gedacht, nee, komm, spar mal Zeit. Und ich muss sagen, das war ein kleiner Fehler. Also ich würde hier ums Eck wenigstens das grüne Kraut nehmen. Hier oben war ums Eck das grüne Kraut. Also, ja, das war ein kleiner Fehler, weil ich werde später dann echt humpeln. Wirklich eine ziemlich lange Zeit werde ich humpeln durch die Gegend rennen. Aber ich wollte hier wirklich so viel wie möglich, so viel Zeit wie möglich, ja, sparen. Und am Ende werden wir 1:25 haben. Also das ist wirklich top Zeit. Dafür, dass ich so viele Fehler gemacht habe und das war auch mein zweiter Run erst auf Veteran, war das wirklich sehr gute Leistung. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Und mit der Claire werden wir auf jeden Fall eine bessere Leistung haben. So, hier speichern kurz. Also das war meine erste Speicherung jetzt hier. Insgesamt habe ich 5-mal gespeichert. Bin auch ein paar Mal gestorben. Musste meine Strategie anpassen. Deswegen hat das schon gepasst, die Speicherung. So, dann hier hoch. Jetzt kommen einige Tipps, besser gesagt. Ja, hier das Ganze aktivieren kurz. Dann gehst du zu Ada. Wenn du sofort rennst, wird die Tür nicht offen sein. Hier wichtig, bleib stehen vor der Tür, renn nicht gegen die Tür, damit du dir die Schritte sparst. Weil wie gesagt, wir machen ja auch noch den Erfolg mit den 14.000 Schritten. Deswegen lauf nicht unnötig rum, sondern mach das genauso, wie ich es hier mache und dann wirst du es auch locker schaffen. Ja, hier gibt es dann die Kurbel. Die brauchen wir. So, mein Wecker klingelt hier. Genau, dann geht's zurück. Und ja, mit der Claire wird es deutlich leichter. Ich habe schon mit der Claire vorher schon das Ganze durchgespielt, ohne die Unendlichkeitswaffen. Aber da ist es halt ein bisschen schwerer, den S-Rang zu kriegen. Und ja, ich mache das Ganze hier nicht, um zu protzen, sondern um die Strategien zu zeigen, weil ich weiß, dass nicht alle irgendwelche Profis sind. Und deswegen machen wir das halt mit diesen Waffen hier. Das ist auch kein Cheat oder irgendwas, sondern das hast du dir verdient. So, hier kommen jetzt krasse Tipps. Viele Speedrunner töten hier die Hunde. Hier, wichtig, das mitnehmen. Die töten hier die Hunde, das finde ich kompletter Schwachsinn. Also da spart man sich viel Zeit, wenn man sie nicht tötet. Weil, wenn du auf eine gewisse Art und Weise läufst, treffen sie dich nicht. Wichtig, nicht in die Halle da gehen. Also hier gleich die Kurbel benutzen. Also nicht in die Leichenhalle bitte, weil mit ihm musst du da nicht hin, mit Claire schon, mit ihm nicht. Da sparst du dir schon mal ungefähr 2 Minuten Zeit. Und wie gesagt, wenn du die Hunde nicht tötest, sparst du dir auch nochmal extrem viel Zeit. So, dann nehmen wir jetzt die Verpackung. Entpacken, also auspacken werde ich es später. Hier das Passwort schnell eingeben, das ist hier auch anders. Weil das ja der zweite Run ist. Also das sind die mittleren 2 und 3. Und jetzt pass bitte ganz genau auf. Du läufst links an der Wand. Und jetzt, wenn der Hund kommt, gleich nach rechts. Leg. Und allgemein bitte lauf so, wie ich das mache, im Zickzack, damit die Hunde dich nicht treffen. Also das ist wirklich easy und da sparst du dir Minuten an Zeit. Hier gleich rechts dranbleiben an der Tür, damit er dich nicht trifft.
Und hier auch entscheidend, dass du hier so durchrennst. Ich renne hier erstmal so durch. Dann springt er da vorbei und dann, ja, gehe ich erst zur Seite. Und hier auch ganz rechts bleiben an der Wand. Schön rechts halten. Perfekt. Also du siehst, da passiert dir gar nichts und du sparst unglaublich viel Zeit. Außerdem ist ein geiles Feeling, dass man da so durchrennt. So, dann wechsle ich hier zu der Schrotflinte. Hier ist es wichtig, dass du aufpasst. Denn wir haben hier genau zwei Munition. Nämlich hier im Eck. Zwei Schuss und die brauchen wir. Ich werde hier jetzt einen Fehler machen. Ich, ja, verschieße sie leider nicht beide, weil ich dachte, ja, ich komme hier vorbei. Den schieße ich hier und dann denke ich so, ja, komm, an dem komme ich vorbei. Nein, kommst du nicht. Ja, ich würde das anders machen, weil das hat mich hier im Endeffekt ein Kraut gekostet. Und das ist es wirklich nicht wert. Also ein Schuss gegen ein komplettes Kraut, ja, nicht wert. Hier wichtig nach links gehen, das ist eine krasse Abkürzung, nicht nach rechts, nach links gehen. Und wackel schön die Treppen hoch, lerne wirklich dich da die Treppen hoch zu bewegen. Immer schön antippen. Und die Steuerung ist wie gesagt auf C. Steuerung C habe ich da genommen im Optionsmenü. So, dann die Kurbel hier benutzen. Danach können wir die Kurbel wegschmeißen. Und du siehst, also muss hier wirklich alles pingelig befolgen. Wenn du hier ein paar Sachen nicht schaffst, dann wirst du hier wirklich sterben. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich ungefähr schon 5-mal gestorben. Also besonders beim ersten Run, vor der ersten Speicherung, da bin ich ungefähr 5-mal gestorben. Also da musst du schon ein bisschen üben. Hier die Blendgranate, ganz wichtig, mitnehmen. Und ich sag dir eins, es ist nur studieren hier. Wenn du Speedruns machst, du musst studieren. Du musst wissen, hier so die, das Zahnrad und hier die Munition. Wichtig ist, töte ihn hier, dann stört er dich dann nicht, wenn du wieder zurückkommst, weil du kommst hier dann später nochmal vorbei. Und ich sag dir eins, der Erfolg hier beim Speedrunnen, der hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens, du musst genau studieren, du musst genau wissen, wo jeder Zombie steht, wie er sich bewegt, ist er geskriptet, ist er nicht geskriptet. Zum Beispiel, das ist jetzt gleich geskriptet. Das heißt, die Tür geht hier immer gleich auf. Deswegen ziele ich schon mal und schieße ihm die Rüben weg. Zack, das ist super gelaufen, zwei Schuss nur verwendet. Wasser umleitet und leiten und dann wieder rein. Hier braucht man den Schlüssel. Leg. Läuft sehr gut. Und wie gesagt, machst du hier einen kleinen Fehler, vergisst du eine kleine Sache, dann ist schon ganz anders. Und das kann die Minuten kosten. Deswegen pass genau auf, deswegen kommentiere ich das auch, um alle Strategien mit dir auszutauschen. Hier gleich kommt noch ein guter Tipp. So, hier das Wasser. Löschen durch. Und hier ein bisschen Zeit sparen, indem du ihn hier schlagen lässt. Also ich stehe einfach in seiner Nähe, drücke nichts. Und wenn er ausholt, drücke ich zurück und laufen. Zack. Und dann kann ich an ihm direkt vorbei. Und hier auch ganz, ganz wichtig, gleich nach links gehen. Nicht nach rechts, nach links. Das ist der kürzeste Weg. Schön runterruckeln. Die Treppen runterruckeln, so gut du kannst. Und dann geht es hier weiter. Hier wichtig, wichtig, wichtig. Hier vorbei. Dann nochmal mischen. Du siehst, wie knapp das alles ist. Jetzt habe ich wieder Munition, lade sie wieder rein. Es ist alles sehr, sehr knapp vom Platz. Und deswegen bitte alles genauso machen, wie ich das hier vorzeige. Also das ist wirklich pingeligst genau berechnet alles. Ja, ich musste mir erstmal überlegen, wie gut, also wie ich die Route mache. Jetzt werden hier ein paar Fehler passieren. Das ist jetzt richtig gemacht. Hier gleich nach rechts, damit er dich nicht trifft, der Licker. Schön eng am Raum. Also an der, nicht am Raum, sondern an der Wand. Jetzt werden aber hier ein paar Fehler passieren, also jetzt wird es ziemlich knapp sein. Du siehst, ich merke, dass ich keinen Platz habe und ich, ja, entscheide mich, die Munition zu verschießen. Das Problem ist, die Zombies kommen nicht. Normalerweise kommen sie hier sehr schnell und siehst du, das ist nicht geskriptet. Das bedeutet, dass es ein bisschen lagbasierend. So, ich schieße das raus, lade nach, dadurch habe ich einen Platz. Nehme. Und jetzt werde ich einen kleinen Fehler machen. Ich entscheide mich einfach rauszurennen. Werde gepackt. Das kostet mich eine gesamte Heilung. Und jetzt muss ich aber trotzdem nochmal zurück, weil der hat jetzt irgendwie lange gebraucht. Der Mr. X, also der Tyrant. Weil es ist wichtig, du musst ihn zurücklocken. Dadurch nehme ich aber wenigstens die Granate hier. Und jetzt renne ich raus. Weil jetzt kommt somit die schwerste Stelle im Spiel. Wir müssen jetzt in die Bibliothek. Und werden aber vom Tyrant verfolgt und gestört.
weil in der Bibliothek müssen wir halt die Schränke verschieben und das ist halt echt scheiße. So, hier nehme ich die Schrotflinte, entscheide mich wirklich Zeit zu sparen. Das Problem ist, ich habe hier Pech gehabt und der ist hinter mir. Das ist nicht immer so. Manchmal ist er noch mit Abstand, aber der ist hier sehr dicht bei mir. Also das ist hier wirklich sehr unglücklich passiert. Aber ja, ich habe hier das Beste rausgeholt. Hier kommt gleich ein Tipp, den ich hier am Anfang nicht gecheckt habe. Ich würde ihn sofort mit der Blendgranate stunnen. Und das habe ich leider nicht gemacht. So, hier schiebe ich einmal nur. Mach das bitte genauso, wie ich das hier gemacht habe. Entscheide mich dann nicht weiter zu schieben, weil ich wollte nicht gehittet werden. Und hier kommt jetzt ein kleiner Fehler, der aber ja ein bisschen glücklich ausgeht. Sie packt mich. Ich schmeiß die Blendgranate. Und jetzt wird der Tyrant, guck mal, wie lang der gestunt wird. Leider werden die nicht gestunt. Anscheinend waren sie aus der Reichweite. Ich verschieße meine zwei Munition. Und guck mal, wie lang der gestunt wird. Und hier, ganz wichtig, wie gesagt, einmal diesen hier nach links. Und hier der Trick, der krasse Trick. Du kannst von hier schieben, er schiebt alle beide. Klick. Und dadurch schaffe ich's. Also der war wirklich sehr, sehr lange gestunt. Sehr lange. Ja, solche Strategien zum Beispiel, die machen es einfach aus. Hier übrigens nochmal danke an einen Abonnenten, der mir in den Kommentaren den Tipp gegeben hat mit Schränken, weil das holt sehr viel raus. Ich würde mal sagen, über eine Minute. Hier ganz wichtig, schön rechts bleiben. Klick, da kommst du durch. Zahnrad rein, Zahnrad wieder raus. Ganz wichtig, vergiss das Zahnrad nicht. Jede Sekunde zählt. Und deswegen skippe das Video nicht, weil jede kleine Frequenz, hier gibt es wirklich Feinheiten. Wenn du es gemacht hast, kehr zurück und schau dir alle Strategien, sonst wirst du hier einfach ablosen, sage ich dir. Wenn du dich nicht orientierst, wirst du einfach ablosen, weil wenn man einen kleinen Fehler macht, das ist einfach brutal. So, dann hier raus, dann das große rein und dann müssen wir wieder runter. Deswegen war es wichtig, das Zahnrad gleich mitzunehmen, sonst verlierst du wieder 2 Minuten ungefähr. So, hier wieder runter. Ich ruckel hier schön hoch. Runter besser gesagt. So, dann das kleine Zahnrad rein. Und ich würde immer die Kisten, diese Elektroteilkisten, würde ich nie auspacken. Weil es kann sein, dass du noch stirbst und dann hast du halt Zeit verschwendet. Pack sie erst aus, wenn du dort wirklich sicher ankommst. So, dann gehe ich hier durch. Ich persönlich gehe immer diesen Weg hier. So, dann hier durch. Und hier passiert hier so ein kleiner Fehler, der kostet mich ungefähr so 3 Sekunden ungefähr. Weil ich vergesse hier, dass ich die Munition gesammelt habe. Ich denke, dass ich die Munition nicht genommen habe. Und deswegen gehe ich hier nach rechts und gucke nach der Munition. Aber ich habe sie natürlich genommen. Ja, das kostet ungefähr 3 Sekunden. Ansonsten war das top. Dann geht es hier wieder runter, schön runterruckeln. Wie gesagt, lerne so zu laufen. Ich mache es immer noch nicht perfekt, also das ist nicht ganz perfekt, wie ich es mache. Aber das ist schon mal ein bisschen Zeitvorsprung. Ja, hier habe ich einen kleinen Blackout, glaube ich, gleich. Weil ich dann irgendwie durcheinander komme. Genau, ich drücke hier Pause. Und das ist das Gute, wenn du Pause drückst, dann vergeht keine Zeit. So, dann komme ich wieder zu mir, checke, wohin ich muss. Also ja, das passiert manchmal. So, hier runter, ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich der direkte Weg. Siehst du, und hier habe ich das Problem jetzt wieder, weil, ja, ich habe ihn ja hier nicht getötet. Da siehst du, dieser Fehler kostet mich eine Heilung und noch eine Granate dazu. Deswegen erschieße ihn. Also an der Stelle, wo ich die Schrotflinte nicht benutzt habe. Und dann geht es hier auch schon wieder runter. Jetzt müssen wir nochmal an den Hunden vorbei. Schön runterruckeln. Und die Hunde, die sind easy. Also, du musst einfach nur gucken, wie ich hier laufe. Wenn du genau so läufst, die sind nämlich geskriptet. Also, klick hier einmal so aus. Wie gesagt, es gibt Sachen, die sind geskriptet. Wenn du die auf eine gewisse Art und Weise machst, sind die immer gleich. Und manche Sachen sind halt nicht gleich. So, dann hier so durch. Jetzt müssen wir gleich noch das Rätsel machen. Bereite dir auch immer die Passwörter vor. Du kannst auch natürlich hier mein Video einfach gucken. Also, wenn du zum Beispiel, sag mal, zu einem Rätsel kommst, drück einfach Pause, die Zeit vergeht nicht. Dann kannst du in meinem Video nachgucken, wie ich das Rätsel mache und dann gibst du einfach die Passwörter ein. Also, du musst sie nicht unbedingt auf einem Blatt Papier haben, kannst einfach hier im Video bequem nachgucken. So, dann erstmal das Ganze auspacken. Also, du siehst, ich packe erst jetzt aus,
weil ich wusste ja nicht, schaffe ich es überhaupt. Dadurch sparen wir uns Zeit. Weil kann sein, dass du auf dem Weg stirbst und dann hast du die umsonst ausgepackt. So, dann stecke ich sie rein und dann beginne ich mit dem Rätsel. Und jetzt habe ich wirklich ein sehr großes Problem, weil ich an dieser Stelle keine Blendgranaten mehr habe. Ich habe alles verschwendet. Ich habe viele Fehler gemacht. Und ich habe auch keine Schrotmunition, also fürs Gewehr. Und an dieser Stelle hast du ein Problem, wenn es dir so geht. Deswegen hoffe ich, dass du den da erschossen hast und dir die Granate gespart hast. So, jetzt hast du hier die Karte, Schlüsselkarte, Spray mitnehmen und let's go. Und jetzt wirklich, das ist eine leichte Stelle, wenn man eine Granate hat oder, ja, Schrotmunition. Am besten Granate ist das Beste. Hier schaffe ich leider nicht, schnell an ihm vorbeizukommen, deswegen weiche ich so aus. Komm schon. Aber ja, das war auch ziemlich schnell. Ansonsten kannst du rechts in die Kammer. Also siehst du, jetzt werde ich hier gepackt. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Glück, zahle aber mit 2 Heilungen. Weil guck mal, ich werde hier verletzt und krieg sofort noch einen Schlag von hinten. Kann dann nichts machen, weil ich bewege mich sofort, krieg trotzdem einen Schlag. Also du siehst, wenn du hier keine Granate hast, dann hast du wirklich hier ein Problem. Und stell dir vor, ich hätte keine Heilung, dann wäre ich hier gestorben. Also normalerweise, wie gesagt, man rennt hier raus. Dort, wo die ganzen Zombies sind, wirft man einfach eine Granate und rennt durch. Fertig. Das ist eine easy Stelle, wenn man eine Granate hat. Also wirklich easy. Hast du keine Granate, bist du wahrscheinlich tot. Also ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich hier 2 Heilungen gehabt habe. Und das ist das Problem. Ich werde dann später im Spiel sehr große Probleme haben, weil ich keine Heilung habe. Also ich werde halt humpeln. Und wenn du humpelst, verlierst du auch nochmal ein bisschen Zeit. Aber nichtsdestotrotz, obwohl ich so viele Fehler gemacht habe, ja, habe ich es geschafft. Und bei dir ist halt das Gute, du kannst halt im Nachhinein gucken, wie ich es gemacht habe. Und dann kannst du aus meinen Fehlern lernen. Also du kannst deutlich hier deutlich besser, also gewisse Sachen deutlich besser machen. Ansonsten, wenn du manche Fehler machst, musst du dir halt fragen, ja, will ich so hinnehmen oder nicht? Ja, weil sonst, wenn du eh immer wieder von vorne machst, ja, kostet das halt alles Zeit. Und an einer Stelle werde ich jetzt hier eine harte Entscheidung gleich treffen und werde trotz der Verletzung weiterspielen. Und ja, das war eine richtige Entscheidung, weil am Ende habe ich es auch geschafft. Hätte ich es besser gemacht, hätte ich ein bisschen besser gespielt. Ich denke, ich hätte das Spiel ungefähr in 1,15 durchgespielt. Aber ja, mein Gott, also das war trotzdem Rang S und wir haben auch unsere Waffe bekommen. Das ist dann ein Maschinengewehr und dieses Maschinengewehr werden wir dann benutzen bei Claire. Das wirst du dann morgen sehen, das Video. So, dann hier das Upgrade fürs Gewehr einbauen. Nimmt zwar 2 Plätze ein, aber jetzt passt mehr Munition rein. Übrigens kommt bald ein DLC raus mit diesem Typen, der da gerade gezeigt wurde mit der Tochter. Richtig geile DLC, am 15. Februar kommt das Ganze raus, werde ich auch alles machen auf diesem Kanal. Da spielst du mit der einen Frau, die seziert wurde vom Polizeichef, dann mit dem Typen und dann noch mit einem ja, Spezialagenten, also so einem, so wie diesen Hank oder wie der heißt, also so ähnlich, der gestorben ist. Und alle diese 3 Charaktere sind gestorben und du musst halt dafür sorgen, dass sie halt nicht sterben. Also finde ich, krasser DLC ist auch kostenlos. Und ja, dann nutze ich mal die Zeit hier, um dir das zu erzählen, weil jetzt ist hier eine easy Stelle, du, hier kann nichts passieren, du musst zum Krokodil. Also das ist eine langweilige Stelle, hier kannst du dich ein bisschen erholen. Ansonsten, was ich dir auch noch sagen kann, ist einfach, Wissen es macht. Wenn du hier wirklich viel lernst, dann wirst du das easy durchspielen. Weil viele Leute denken, dass das Spiel schwer ist, aber das ist nicht schwer. Und auch ich nutze viele Quellen. Ich habe auch einen Kumpel, der sich gut auskennt. Außerdem habe ich auch viele Kanäle abonniert, wo ich dann auch mich natürlich inspirieren lasse, wo ich auch selber lerne. Und ich sage dir eins, alle Profis nutzen alle Quellen und ja, gucken überall rum. Anfänger denken, dass es eine Schande ist, ja, wenn man von anderen Menschen lernt, aber das ist kompletter Bullshit. Die besten Profis haben die besten Lehrer im Endeffekt, also sie lernen viel. Und ich rate dir immer, wenn du halt, sag mal, richtig gut sein willst, dann abonnier viele, viele Kanäle zum Thema Resident Evil zum Beispiel oder je nachdem, welche Spiele du spielst. Und ja, schau dir wirklich die ganzen Informationen an, dann bist du einfach ein krasser Profi. Weil ein kleiner Tipp kann sau viel ausmachen, wie zum Beispiel da mit diesem, ja, mit diesem Bibliothek. Rätsel, also wo wir da die Regale verschieben mussten. Hier ist es ganz easy, links, rechts, links. Er hat mich hier fast gefressen.
links, rechts, links, also easy going. Und wie gesagt, also ich rate dir wirklich, abonniere so viele wie möglich. Ich habe ungefähr 100 Kanäle abonniert, weil viele Leute reden so klug, so ja, abonniere nicht viel, viel Ablenkung und so weiter. Das hat nichts mit Ablenkung zu tun. Wenn du wirklich, sagen wir mal, professionell was spielen willst, dann musst du halt viele Quellen haben. Und ja, also das ist so ein Tipp, sag mal Profi-Tipp, wenn du es wirklich ernst meinst. Ansonsten kannst du natürlich auch hier einfach bei mir gucken, weil ich mache natürlich, sagen wir mal, alles so im Lehrformat. Weil ich bin auch beruflich Lehrer, also kein Schullehrer, sondern ich bin Businesslehrer im Endeffekt. Also Persönlichkeitsentwicklung mache ich. Das ist mein Hauptbusiness, dort verdiene ich mein passives Geld und kann hier jetzt ja meine Spielchen spielen, weil ich dort mein Geld verdiene. Und ja, ich bin es, worauf will ich hinaus? Also ich bin es gewohnt, halt Leuten was beizubringen und deswegen mache ich viele Kommentare und teile meine Tricks. Also ich spiele hier nicht einfach nur und du so, ja, guck mal, ich bin so ein krasser Barbo-Rang S, guck mal, wie krass ich bin. Sondern, ja, ich teile meine Strategien. Und ich denke, wenn du, sag mal, zu wenig Zeit hast, dann reicht es einfach nur, wenn du unseren Kanal abonnierst und ich teile auf jeden Fall alle Tipps mit dir. Also, es reicht aus, um das alles zu schaffen. Du siehst ja, der Rang S ist gemacht. Jemand anderes? Ja, wir haben hier immer noch sehr langweiligen Abschnitt. Deswegen rede ich jetzt gerade so viel über andere Themen. So fürchterlich der Alligator auch. Ja, ist halt so, muss halt hier abwarten. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn man schnell sein will, aber das ist halt so vorgegeben im Spiel. Jetzt kommt gleich noch eine Stelle mit der Ada, da werde ich dir auch einige Tricks zeigen. Hier checke ich leider nicht. Und man muss einfach ein bisschen warten, bis die Tür aufgeht. Da habe ich ein bisschen Schritte verschwendet, aber egal. Bei Ada gibt es hier übrigens auch noch einen zusätzlichen Erfolg. Wenn du die Pistole nicht benutzt, kriegst du, glaube ich, Meisterspionin oder so einen Erfolg. Und ja, du musst die Pistole nicht benutzen. Wichtig ist, du darfst auch keine Blendgranaten benutzen. Ja, also ich sag's nochmal, du darfst auch keine Blendgranaten benutzen. Und hier bei Ada zeige ich dir einen krassen Trick mit dem Tyrant. Also ich finde ihn einfach nur nice. Habe ich selber rausgefunden, bin richtig stolz drauf. Ja, wie gesagt, also manches habe ich mich inspirieren lassen und manche Strategien habe ich selber rausgefunden. Also hier, sag mal, das ist der erste Mini-Tipp. Wenn du das Ganze hier überlastet hast, bleib oben, guck nach links, dort ist ein Schalter, weil, ja, dann kannst du gleich durch die Tür, weil guck mal, ich betätige den Schalter, die Tür geht auf und dann können wir hier gleich durch, weil hier steht ja ein Zombie auf. Sparen wir uns, das ist schon mal ein kleiner Trick. Aber jetzt kommt gleich ein großer Trick. Und der ist wirklich, wirklich nice. Ja, hier sind ein paar Zombies, an denen musst du vorbei. Ich mache das immer so, ich gehe ran und dann sprinte ich zurück. Ich gehe ran, ja. Also nicht, ich sprinte nicht ran, sondern ich gehe ran. Das ist auch so ein kleiner Trick zum Ausweichen. Ja, hier musst du erstmal ein bisschen durchrennen. Hier ist so ein rotes Teil, kannst dich orientieren. Hier nochmal ein bisschen runter. Jetzt fällt hier einer runter und dann auf der linken Seite. Also so zur Orientierung. Nachdem er runterfällt. Hier renne ich gleich los und weil ich schnell war, komme ich durch. Das ist geskriptet. Das heißt, wenn du das genauso schnell machst wie ich, kommst du hier immer durch. Dieser Typ ist nicht geskriptet, da habe ich Glück, weil ich renne hier einfach durch. Wenn er vor dir steht, weichst du ihm halt aus, so wie ich es dir gezeigt habe. Aber ich habe hier ein bisschen Glück gehabt, dass er dann nach links bzw. nach rechts gerannt ist. Und jetzt kommt der krasse Trick, nämlich wenn du hier durchgehst, kommt der Tyrant. Und wenn du alles genauso machst, wie ich es hier mache, dann wird er dir gar nichts machen können und du wirst sehr schnell durchkommen. Du wirst gleich sehen. Also gleich rechts scannen. Keine Panik. Ja, Schalter. Und dann, während es hochfährt, sofort scannen links. Hier bitte die Nerven bewahren. Weil man denkt immer, oh, der Tyrant, der ist hinter mir. Durchrennen, sofort scannen. Geh auch ruhig ein bisschen näher ran. Die Explosion wird dir nichts machen. Und dann gleich durch, fertig. Ja. Weil sonst müsste ich hier im Kreis rennen, der Tyrant verfolgt dich, also da wirst du viel Zeit verschwenden. Also das ist auch nochmal ein sehr guter Trick, um hier Zeit zu sparen. Und deswegen sage ich ja, bitte skippe hier nichts, weil du verpasst einfach die besten Tricks hier. So, dann den Ofen anmachen. Jetzt kommt ja das Ofenrätsel. Beim Ofenrätsel würde ich mal sagen, schau, dass du unter 30, also über 30 bist von der Zeit. Also das ist eine gute Zeit. Ich bin hier, glaube ich, bei 31 Sekunden. Hätte man noch ein bisschen schneller machen können, aber ja, das passt schon.
Da musst du abwarten, das ist normal. Ach, die reden hier noch, da kann man nichts machen. Also du kannst es nicht verschnellern. Weil erst wenn das Feuer kommt, geht es los. Also das ist leider so. Da warten wir einfach mal. Dann sterben sie nicht allein. Und dann geht es los. Erst einmal das linke. Dann immer in die Mitte. Immer nach jedem kleinen Schalter immer in die Mitte. Und dann zerstören. Ganz, ganz wichtig. Dann hier links in der Mitte ist noch eins. Klick. Umschalten wieder da rein. Genau. Und dann rechts. In der Mitte ist auch noch ein Schalter. Und du siehst, wenn du jetzt auf die Zeit guckst, ich bin dann ungefähr, glaube ich, bei 31 Sekunden gewesen. Gucken wir mal. Klick. Ja, 31 Sekunden ungefähr. Und dann geht es auch schon weiter. Wenn du das genauso wie ich gemacht hast, ohne die Pistole zu benutzen, wirst du auch einen Erfolg bekommen. Das ist auch nice. Und das ist auch leichter ohne die Pistole. Da siehst du ja, haben wir voll viel Zeit gespart. Wichtig ist, du darfst auch keine Blendgranaten benutzen, sonst kriegst du deinen Erfolg nicht. Und der Erfolg kommt ein bisschen verzögert. Das heißt, wundere dich nicht. Ich habe meinen Erfolg erst bekommen, als ich hier im Fahrstuhl war. Schon fast ganz oben, da habe ich erst den Erfolg bekommen. Wo bist du? So, dann geht's weiter und hier speichere ich umsonst ab. Aber du kannst hier ruhig abspeichern, wie gesagt. Ich dachte, man darf nicht so oft speichern. Du darfst schon speichern, du musst einfach nur die Zeit schaffen. Für den Rang S. Ja, hier war es umsonst, weil die Kanalisation habe ich richtig sehr, sehr gut gemeistert. Wir haben ein bisschen gebuggt. Hier werde ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit verlieren, weil ich irgendwie in Gedanken war und wollte hier nach rechts. Das ist natürlich Schwachsinn. Hier gleich runter. Aber ansonsten ist es wirklich super in der Kanalisation gelaufen. Und ich werde dich ja auch jetzt viele Strategien geben mit den Giftmonstern, weil da kenne ich mich einfach sehr gut aus. Weil ich einen Erfolg gemacht habe, also... Ich glaube, vor einer Woche habe ich einen Erfolg gemacht, ohne Heilung das Ganze durchzuspielen. Und dadurch muss man perfekt im Endeffekt durchrennen. Man darf keine Fehler machen. Und da musste ich einfach diese Giftmonster studieren. Und ja, kann dir jetzt viele, viele Tipps hier geben. Das sind wirklich so meine neuesten Erkenntnisse. Ja, hier bis jetzt einfach durchrennen. Einfach so machen, wie ich es mache. Immer wenn ich jetzt Zusatzinformationen dir erzähle, dann passiert hier nicht viel. Den anschießen, wenn er gestunt ist, können wir vorbei. Ich habe uns hier zweimal gestunt. Das war unnötig. Und ja, ich werde dir auch sehr, sehr dankbar, wenn du uns einen Daumen hoch hinterlässt. Da war irgendwas gelegen, ich habe es gar nicht genommen, ich wollte Zeit sparen. Wie gesagt, wäre echt nice, wenn du uns unterstützt, weil dann machen wir noch mehr solche geilen Projekte. Scheiße. So, dann hier durch. Jetzt kommt hier ein Monsterchen. Und hier kommt die erste Strategie. Das ist wirklich so ein kleiner Profi-Tipp. Geh ungefähr auf die Entfernung ran, schieß es an und gleich durch. Wichtig ist, dass du nicht zu nah an ihm dran stehst, weil sonst wird er dich stunnen. Ja, weil er taucht dir auf. Das ist so eine Animation. Wenn du zu nah an ihm dran stehst, wird er dich stunnen, dann bist du betäubt. Deswegen so machen, wie ich es gemacht habe. Und ja, wichtig ist, wenn du, sag mal, so spielen willst, wie ich hier spiele, dann musst du dich trauen, an den Zombies vorbeizukommen, ja? Also viele Anfänger wollen die erstmal alle schießen. Nein, du musst dich trauen, wirklich, du musst dein Movement trainieren, also deine Bewegungen, weil sonst wird das nie was und du wirst niemals in der Zeit das Spiel durchspielen. Niemals. Ich komme, Ada. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Hier mache ich einen kleinen Fehler, verschwende Zeit ein bisschen, nehme das gar nicht, geh weiter. Also, worauf ich hinaus will, hier den Schalter betätigen, ein bisschen warten. Worauf ich hinaus will, ich krieg halt oft Kommentare, wo die Leute sagen so, ja, ich habe 10 Stunden gebraucht, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das jemals schaffen? Wenn du 10 Stunden gebraucht hast, dann hast du erstens nicht die direkten Wege benutzt und zweitens, dann hast du alle wahrscheinlich erschossen. Ja, also dann hast du dich nicht getraut, an ihnen vorbeizukommen. Und das muss man einfach lernen, bitte trainier das. So, dann hier das Kraut, ganz, ganz wichtig, und die Kurbel. Weil jetzt können wir das Ganze auch mischen dann. Dann haben wir eine gute Heilung. Wie gesagt, es bringt dir nichts, Angst zu haben. Du musst dich trauen. Hier gehe ich durch. Das Upgrade nehme ich nicht mit. Ich spare hier wirklich Zeit. Und das Upgrade habe ich auch nicht gebraucht. Die muss man leider erschießen, weil die zu zweit sind. Und du musst ja auch noch mehrere Male durch. Also es lohnt sich hier nicht, die am Leben zu halten. Wenn du hier Schrotmunition hast, dann kannst du sie natürlich abballern. Wenn du, ja... schon das Maschinengewehr hast mit Unendlichkeitsmunition, kannst du natürlich auch hier viel leichter
töten. Also ich bin gespannt, wie viel wir mit Claire brauchen. Weil mit Claire haben wir jetzt dann auch ein Maschinengewehr mit unendlich Munition, weil wir mit ihm hier das geschafft haben. Also ich wiederhole nochmal, damit du das wirklich verstehst. Weil wir hier jetzt den Rang S schaffen, auf Veteran, bekommen wir eine zusätzliche Waffe mit unendlicher Munition. Und dann können wir halt mit Claire das nochmal leichter machen. So, dann hier runter Schlüssel nehme ich nicht, wegen Platzmangel. Und ich habe mit Claire schon vorher das Ganze geschafft, nur mit der Pistole. Deswegen werde ich am Ende dann alle Erfolge haben. Also nach diesem Run habe ich dann 1000G und in meinem Fall im Endeffekt ja die Platinum-Trophäe. Aber ich werde den Run nochmal machen mit der Claire und dir zeigen. Hier, guck mal, zack, anschießen und vorbei. Easy going. Wenn er nicht im Wasser ist, so wie hier, gibt es andere Strategien. Ich mache hier leider einen Fehler. Aber ich habe hier noch eine Granate, die mir den Arsch rettet. Ich habe nämlich gedacht, dass ich vorbeikomme, aber ich sag dir gleich, du kommst dann nie vorbei. Also das kann ich dir 100% sagen, weil das gescriptet ist. So, hier passiert ein Fehler. Ich bin leider aus Versehen zurückgewichen. Aber er stunt mich, ohne mir Schaden zu machen, also da habe ich wirklich Glück. Normalerweise, wie macht man das normalerweise? Man nimmt das Gewehr und schießt ihm einfach die Rübe weg. Und du kommst da sicher vorbei, 100%, da kann dir nichts passieren. Also das ist gescriptet, da kann nichts passieren. Wie gesagt, ich sag's nochmal, renn an dem Monster vorbei. Nimm das Gewehr, schieß dem Zombie den Kopf weg und renn weiter, da passiert gar nichts. So, da wieder nochmal 2 Sekunden verloren. Dame raus, Dame rein. Tür geht auf. Dann geht es hier hoch. Hier nehmen wir den König jetzt gleich. Klick. Dann wieder runter. Ganz wichtig, beim zweiten Durchgang ist hier noch ein Zombie zusätzlich. Da mache ich auch noch einen kleinen Fehler gerade. Ich schieße ihn nämlich dann an, wenn er am Boden liegt. Das macht man nicht. Erstmal den anderen töten. Weil guck mal, jetzt steht er auf. Jetzt habe ich 2 und wenn ich jetzt hier Pech gehabt hätte, hätten sie mich überrannt. Das kann passieren. Weil das ist alles zufallsbasierend, ja. Du kannst denen 8-mal in den Kopf schießen und es kann sein, dass nichts passiert. Ja, da musst du ein bisschen Glück haben. Ja, Gott sei Dank ist hier alles gut gelaufen. Ich habe sie hier gekillt, überprüft. Das nehme ich auch mit. Das war die richtige Entscheidung. Ich mische das rein, denke mir so, ja, kann nicht schaden, vielleicht werde ich vergiftet. Und ich werde dann auch vergiftet. Deswegen nimm das mit. Also das war wirklich die richtige Entscheidung. Das blaue Kraut mitzunehmen. So, dann hier üblich, also das typische Rätsel halt. Das ist ganz normal, wie immer. Da hat sich nichts verändert. Einfach genauso machen, wie ich das hier mache. So, dann geht es hier hoch. Ja, übrigens an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Also ich bin wirklich sehr begeistert, wie gut das läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute Resident Evil gucken. Weil Red Dead haben wir natürlich viele gehabt. So, hier töte ich ihn. Hier kommt der nächste Trick. Jetzt pass auf. Ich habe hier kurz geguckt, ob ich an ihm vorbeikomme. Also ich habe geguckt, was er macht. Der Trick besteht darin, einfach zurückzugehen. Und dann wird das Ganze nochmal neu geladen. Und jetzt kommt gleich ein wichtiger Trick nochmal dazu. Ganz wichtig. Das ist wirklich Profi-Trick. Das habe ich am Anfang nicht gewusst. Er wird hier jetzt irgendwann mal auftauchen. Hier ist wichtig, nicht zu nah an ihn ranzugehen. Rechtzeitig abzubremsen. Jetzt pass auf. Klick und dann kann ich vorbei. Ah genau, hier kommt der Fehler, du kommst nicht vorbei, genau. Aber der Trick besteht darin, jetzt habe ich hier die Heilung gleich. Der Trick besteht darin, rechtzeitig abzubremsen, weil wenn du nicht rechtzeitig abbremst, taucht er auf und dann stunt er dich. Und dann bist du betäubt. So, hier zweiter Trick. Anschießen, dann provozierst du die Schläge. So, jetzt kommt hier der lange Schlag, das ist der beste. Leider trifft er mich, ich weiß nicht warum. Also das ist meiner Meinung nach ein Bug gewesen. Wahrscheinlich war das zu eng alles. Aber damit bin ich zufrieden. Gehe durch. Das ist gescriptet jetzt, was hier passiert. Hier rennst einfach immer zurück. Einfach zurück. Und dann rechts an ihm vorbei. Das ist immer dasselbe hier. Immer. Wie gesagt, es gibt gescriptete Sachen und es gibt zufallsbasierende Sachen, die passieren. Und deswegen ist das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen schwer für Speedruns. Weil andere Spiele, sagen wir mal so, sind leichter zu speedrunnen, weil dort immer dasselbe ist. Ja, das heißt, man kann sich Frame für Frame alles merken und dann ist es leichter. So, dann hier ganz wichtig, den nicht vergessen. Weil sonst tötet er dich.
Und ich war, glaube ich, unter einer Stunde war ich schon im Labor. Also wir sind ja hier schon fast fertig. Und ja, hier gehe ich noch runter, nehme mir die Granate. Die größten Fehler werden mir jetzt hier beim Birkin passieren, beim zweiten Bossfight mit Birkin, mit Dr. Birkin, G. Auch genannt. Aber ich habe mich da entschieden, einfach weiterzuspielen, weil er, ja, hittet mich einfach zu oft. Und ich habe dann mir gedacht, ach egal, ich probier's mal. Aber letztendlich habe ich es ja dann trotzdem geschafft. Hier nehme ich das Kraut mit, kombiniere das dann. Das war jetzt umsonst das Kraut, in meinem Fall jetzt, weil da wirst du einfach nicht mehr vergiftet. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Da hätten wir auch noch mal 2 Sekunden ungefähr sparen können. Ja, vielleicht sogar mehr. So, dann Schrotmunition. Nachladen. Und ich rate dir wirklich zu üben. Du wirst es nicht gleich einfach so schaffen, wie ich das hier mache, weil ich bin einfach schon geübt. Hier habe ich auch Zeit verschwendet. Hier, geh einfach raus. Du hast Schrotflinte, geh einfach raus. So, hier werde ich sie erstmal alle köpfen. Sicher, sicher. Leg. Leg. Und leg. Und dann einfach durch. Damit bin ich zufrieden. Also nochmal zurück zum Thema. Ich würde mal sagen, du brauchst ungefähr einen Tag Übung, wenn du, sag mal, so fortgeschritten bist. Deswegen, ja, ärger dich nicht, wenn das bei dir nicht so läuft wie bei mir hier, dass ich einfach so durchrenne. Du musst halt verstehen, Speedruns, das ist einfach Übung. Das ist alles Übung. So, hier nehme ich nochmal die Schrotflinte, um einfach Zeit zu sparen. Weil es ist egal, ob du hier Zeit sparst oder beim Boss Zeit sparst, weil du mehr Damage machst. Ich finde, das war die richtige Entscheidung hier. Zack. Sehr viel Zeit gespart. Wir nochmal die Kurbel benutzen und dann sind wir im Endeffekt fast da. Dann geht es zum Schachrätsel und zum Bossfight. Und wie gesagt, also wenn du das so schaffen möchtest, das sind die schwersten Erfolge im Endeffekt. Das sind die einzigen schweren Erfolge, nämlich auf Veteran durchspielen. Und ich sag dir eins, du musst auf Veteran nicht durchspielen auf Rang S. Also niemand zwingt dich, das zu machen, was ich hier mache. Rang S auf Veteran. Ich wollte es einfach nur zeigen, wie das geht, damit du die Unendlichkeitswaffen bekommst. Weil manche wollen ja das. Und manche haben halt auch Ansprüche an sich, einfach wirklich besser zu werden. Du musst einfach nur auf Veteran durchspielen, ja? Für den Erfolg. Und zwar mit beiden. Also mit ihm und mit der Claire. So, dann hier durch. Jetzt kommen wir gleich zu dem Schachrätsel. Ich mache hier einen Fehler. Und zwar, ich speichere zuerst ab und dann mache ich das Schachrätsel. Das würde ich nicht machen. Ich würde zuerst das Schachrätsel machen und dann abspeichern. Ja, leider habe ich den Fehler gemacht, aber ist halt so. Übrigens habe ich hier auch umsonst, jetzt habe ich hier Versprecher, habe ich umsonst den Schlüssel die ganze Zeit mitgetragen, den grünen. Also das war auch kompletter Schwachsinn. Da siehst du, jetzt packe ich ihn erst aus. Dann kommt hier das Rätsel. Turm, habe ich auch noch ein bisschen Zeit verloren. Weiß nicht, was ich da hatte. Hier kommt der König rein. Springer raus. Läufer raus, Dame rein. Läufer rein. Gegenüber dem König liegt der Springer, also das Pferd. Liegt. Tür geht auf, jetzt geht's zum Bossfight. Da werde ich dir jetzt auch ein paar krasse Tipps geben. Also was ich rausgefunden habe von einem anderen Streamer. Wie gesagt, Wissen es macht. Ich rate dir wirklich viele Kanäle zu abonnieren, wenn du wirklich gut werden möchtest. Hier Kraut mitnehmen. Und zwar folgender Tipp. Der Birkin wird ja jetzt hier mit der Faust durch die Decke schlagen. Und so, das ist das Rätsel. Das ist der zweite Run, das ist ein bisschen anders. Und wenn du diese Hand anschießt, dann kommt er schneller raus. Also ich habe bei einem Streamer gesehen, dass er so viel Munition reingeballert hat. Also mit der Schrotflinte. Ich habe sie einfach nicht gehabt, die Munition. Dass er nach einem Hit, also der hat einmal hier runtergeschlagen, er hat ihm irgendwie so 5-6 Schuss verpasst und dann ist er sofort gekommen. Weil du siehst es, der schlägt bei mir einmal durch. Der wird mich sogar noch treffen hier zweimal. Das ist alles Zeit. Die Zeit läuft. Jetzt guck mal. Dreimal. Komischerweise steckt er die Hand gleich weg. Das ist, weiß ich nicht, warum das so ist. Viermal. Das ist schon sehr viel Zeit, die ich verloren habe.
So, und jetzt kommt er. Ne, 5-mal. Genau. Ich glaube, jetzt kommt noch 6-mal sogar. Da hab ich dachte, er kommt schon. Da habe ich Glück gehabt. Ah ne, 5-mal, genau. Also siehst du, 5-mal hat es gedauert. Das heißt, es dauert viel Zeit, wenn du viel Munition hast oder eine Unendlichkeitswaffe, wie zum Beispiel so ein Maschinengewehr oder irgendwas. Kannst einfach auf die Hand schießen und dann kommt er sofort. Und das ist eine richtig geile Strategie. Ja, es gibt viele Feinheiten. Also ich denke, es ist wahrscheinlich möglich, ungefähr 1,5 zu spielen, denke ich. Vielleicht eine Stunde sogar, wenn man Raketenwerfer hat, dann wahrscheinlich locker eine Stunde. So, hier, meine Strategie ist immer, ich ballere gleich sofort auf ihn, weil er läuft ja da durch den Gang, da spare ich mir ein bisschen Zeit. Und ansonsten werde ich hier viele Fehler machen. Hier ist ein Bug. Manchmal kriegst du keinen Schaden, wenn du an diesen, ja, an diesen Rohren dort stehst. Auch an dieser Seite, wo ich gerade stehe, kann sein, dass du keinen Schaden kriegst, wenn du an den Rohren stehst. Aber das ist nicht safe. Ja, ich werde hier viele Fehler machen. Zum Beispiel hier das hier. Wenn er springt, musst du auf ihn zurennen, nicht wegrennen. Das ist kompletter Schwachsinn. Hier kriege ich, glaube ich, noch einen Hit. Ja. Also das war wirklich schlecht. Und ja, wie gesagt, ich habe mich entschieden, einfach weiterzuspielen. Weil eigentlich hätte ich hier laden müssen. Das sind zu viele Fehler. Viel zu viele Fehler. Da hat er mich fast noch getötet. Ja. Also das war zu viel des Guten. Der wird mich sogar jetzt gleich nochmal verletzen, jetzt bald. So muss man ausweichen. Aber wie gesagt, ich dachte mir dann so, ja komm, probier's. Vielleicht stirbst du sowieso, dann kannst du ja nochmal laden. Aber letztendlich bin ich nicht gestorben und dann habe ich das doch durchgezogen und habe sogar alles geschafft. Hier noch zweiter Tipp. Speichere einfach immer auf unterschiedliche Speicherstände, weil das habe ich dann letztendlich gemacht. Ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich es halt nicht schaffe, dann, ja, dann lade ich einfach nochmal. Ja, also das heißt immer, erster Speicherstand, zweiter, dritter, vierter und wenn dann irgendwo Zeit fehlt, lädst du einfach neu und musst nicht alles von vorne machen. So, einmal, dann das zweite Mal. Und dir muss natürlich auch klar sein, sag mal so, wenn du wirklich so Speedrunner sein willst, dann musst du das anders machen, weil das gilt nicht, was ich hier gemacht habe. Das ist kein, sag mal, echtes Speedrun. Weil ein Speedrun muss man halt am Stück machen und wenn du Pause drückst, dann zählt es auch als Zeit. Das heißt, du musst, wenn du echter Speedrunner sein willst, dann musst du alle Passwörter komplett alle im Kopf haben. Oder halt auf ein Blatt Papier neben dir, aber du darfst halt keine Pause drücken oder irgendwas und du darfst auch nicht speichern. Ja, also man rennt einfach durch. Man muss ja Zeit sparen. Und ja, so viel dazu. Also wenn du richtig verrückt bist und du sagst, hey, ich möchte jetzt richtig krasser Speedrunner werden. So, hier wieder ein Fehler gemacht, gehittet und noch gepackt. Da habe ich aber Glück gehabt, weil ich hatte hier ein Messer. Übrigens eine kleine Info, du kannst ihn hier nicht blenden und dann runterschlagen. Also das heißt, ganz, ganz wichtige Info, bitte pass auf, weil hier gibt es eine Blendgranate und man könnte denken, also ich habe so gedacht, ja, ich blende ihn einfach. Siehst du, da war ein Bug, ich habe keinen Schaden gekriegt. Also der ist hier ein bisschen gebuggt. Ich dachte so, ja, ich blende ihn und dann rufe ich den Kran und dann schubst ich ihn runter. Ich sag's nochmal, ganz wichtig, du musst ihn zweimal aufs Knie bringen, also so down bringen, ja, runterschießen. Und nur dann wird der Kran ihn nach dem zweiten Mal töten. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du ihn blendest und mit dem Kran triffst, wird er trotzdem aufstehen. Das heißt, du wirst ihn dann dreimal machen müssen. Jetzt mache ich noch einen Fehler, merke, dass ich keine Heilung habe. Und denke mir, boah, soll ich laden? Und denke mir so, okay, ach komm, probieren wir's. Und trotz dieser ganzen Fehler schaffe ich noch den Rang S. Also das ist alles möglich. Glaub mir, guck mal, ich habe hier einige Fehler gemacht. Was ich halt perfekt gemacht habe, ich habe die direkten Wege genommen. Ich habe die Gegenstände perfekt eingesammelt. Also das war einfach top. Also das war richtig gut. Deswegen veröffentliche ich auch diesen Run, damit du dich orientieren kannst. Ich hoffe, den bin ich los. Die einzigen Fehler, die ich in meinen Augen gemacht habe, waren beim Movement. Das heißt, ich habe einfach Fehler gemacht, habe Schläge kassiert. Und das war das Einzige. Aber so von der Route, von der Zeit, also wie ich das gemacht habe, das ist top. Da kannst du dich dran orientieren. Also das ist das Beste vom Besten einfach. Also das ist einfach nur nice. Die Standseilbahn bringt uns und zu dem Zeitpunkt, also an dem ich es jetzt aufnehme und hochlade, gibt es auch keinen anderen Run. Im zweiten Durchgang auf Veteran habe ich nicht gefunden. Es gibt einen Speedrunner, der ziemlich gut ist, aber der macht das leider alles auf normal. Deswegen konnte ich mich da nicht orientieren, konnte nichts lernen und musste selber die Strategien suchen. So, dann ja, müssen wir ganz schnell
in diesen Zug rein. Hier gibt es auch noch einen ganz kleinen Mini-Tipp. Nämlich, wenn du jetzt gleich hier den Schalter drückst. Übrigens hier gleich vorbeigehen, ganz schnell, sonst lässt es dich nicht durch. Wenn du den Schalter drückst, bleib einfach stehen. Warte die Schritte, weil sonst kriegst du vielleicht den Erfolg nicht. Einfach stehen bleiben und die Zeit abwarten. Ja, das war wirklich brutal hier, weil ich werde jetzt das ganze Labor verletzt machen müssen. Also fast komplett das gesamte Labor. Aber ich habe mich, wie gesagt, entschieden, das zu probieren und ich habe es geschafft. Und das beweist halt, dass man auch Fehler machen kann und trotzdem Rang S kriegt. So, da habe ich geguckt. Ich glaube, ich war jetzt bei einer Stunde 1 oder irgendwie sowas. Kannst gerne auf Pause drücken, kannst dich orientieren, wie schnell ich war. So, dann müssen wir hier wieder ein bisschen abwarten. Jetzt passiert mich ja auch nochmal ein kleiner Fehler. Bitte nicht machen, weil ich dachte, dass in dem Speicherraum noch eine Heilung ist, aber da war keine Heilung. Und da habe ich mir nochmal, ja, ungefähr 4 Sekunden ungefähr verloren. Also hier nicht reingehen, das ist Schwachsinn, da ist nichts. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Sondern gleich in diesen Raum, weil hier ist Munition. Ansonsten ist es super gelaufen. Im Labor, ich finde Labor ist sehr leicht, weil das geskriptet ist. Also Labor ist fast komplett geskriptet. Und dadurch ist es sehr leicht. Zum Beispiel diese Stelle ist geskriptet, das heißt, mach es genauso wie ich, du kommst 100% durch. Guck mal, ich renne einfach durch und obwohl ich humple, ich bin ja langsamer, schaffe ich es einfach durchzurennen. Klick, das ist zum Beispiel geskriptet, easy going. So, dann wenn du runter in die Küche kommst, wenn wir jetzt hier gleich runterspringen, dann bitte nimm das Pulver, ganz ganz wichtig, auf der linken Seite eine große Tube vom normalen Pulver, vom Schießpulver und das Messer. Hier habe ich ihn gesucht, links, rechts war da auch wieder nicht. Dann gucke ich so, weil der ist hier unterschiedlich, dann habe ich ihn erst gesehen. Treffer war unsauber, also ich muss dann nochmal eine Munition leider verschwenden. Hier nehmen wir nur das, ja, nur die Karte und verschwinden. Übrigens, falls du dich wunderst, warum ich dort den Flammenwerfer nicht genommen habe beim Schachrätsel. Ganz einfach, weil Platzmangel. Ja, wir haben ja wenig Taschen. Wir haben sehr wenig Taschen. Veteran ist es anders. Und ich hoffe, du hast das genauso gemacht wie ich. Ich habe dich ja hingewiesen, mach bitte alles ganz genau, wie ich das mache. Weil sonst wirst du dann feststellen, scheiße Mann, ich habe keinen Platz. So, dann geht es hier weiter. Hier ist das Modular gleich rechts, weil wir machen ja den zweiten Durchgang. Und du musst den zweiten Durchgang schneller schaffen auf Veteran, sonst kriegst du keinen S-Rang. Weil der zweite Rang, der zweite Durchgang, hier stehe ich. Ja, ich stehe hier, ich gehe nicht, ich spare mir die Sprite. Der zweite Durchgang ist nämlich ein bisschen kürzer und deswegen musst du hier schneller sein. Ich glaube, den normalen 2:30 und den zweiten Durchgang unter 2 Stunden. Also das sind so meine Informationen. Ich habe es jetzt in einer Stunde 25 geschafft. Und letztes Mal habe ich mit Claire gespielt. Also mit normalen Waffen und so weiter. Und da war ich, glaube ich, bei 2 irgendwas. Da habe ich aber so viele Fehler gemacht. Richtig viele Fehler. Also ich war, glaube ich, 2:15 oder so. Und dann habe ich einen A-Rang bekommen. Also bedenke, ich sag's nochmal. Bedenke, zweiter Durchgang, das, was wir hier machen, den musst du eine halbe Stunde früher schaffen als den ersten Durchgang. So, dann geht's hier rein. Kleiner Tipp bei den Pflanzen, die sind ganz easy, also die sind wirklich leichte Gegner, weil, also hier mischen übrigens die Pulver, deswegen das große Pulver. Du musst einfach in diese kleinen Popel reintreffen, in diese gelben, und dann sind sie gestunt und dann kannst du vorbeigehen. So, dann hier die Blendgranate mitnehmen, da habe ich irgendwelche Faxen gemacht und dann die Passwörter eingeben. Wie gesagt, du kannst ja auch auf Pause drücken, dann einfach im Video nachgucken, wie ich die Passwörter eingebe. Weil ich sag's nochmal, wenn du Pause hältst, dann läuft keine Zeit. Achtung, wenn du in diesem Menü stehst, ja, und guckst, was ich hier eingebe, dann läuft Zeit. Und deswegen bitte erstmal Pause drücken, dann raussuchen, wie ich die Passwörter eingebe und dann, ja, dann erst rangehen. So, dann hier das mitnehmen, das Kraut. Hier habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Genau, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich hoffe, dass dir das nicht passiert. Und zwar habe ich die Kartusche vergessen. Genau, da habe ich die Kartusche vergessen.
Und trotzdem, siehst du, trotzdem habe ich es noch rechtzeitig geschafft. Also man hätte noch echt einiges an Zeit rausholen können. Ich bin gespannt, wie ich mit Claire dann, ja, wie viel Zeit ich mit Claire brauche. Ich denke 1:10 vielleicht oder vielleicht sogar eine Stunde, weil ich das Maschinengewehr habe. Hier auch kleinen Fehler gemacht. Ich habe ihn nämlich überhaupt nicht gesehen. Eine Blendgranate im Endeffekt verschwendet. Also hier habe ich locker über eine Minute verloren. Locker. Und im Endeffekt auch noch die Blendgranate verschwendet. Also das hätte man zum Beispiel besser machen können. Hier ist auch nochmal Potenzial im Endeffekt. So, jetzt müssen wir das Ganze mischen. Da sage ich dir gleich, da bin ich nicht der Schnellste beim Mischen. Also da habe ich noch keine gute Strategie. Da werde ich dann in zukünftigen Runs vielleicht nochmal das updaten, zeigen, was man hier besser machen kann. Also ich mische hier ein bisschen umständlich, aber du kannst dich trotzdem daran orientieren, wie ich das mache. Also erstmal hier vom mittleren in das, ne, vom kleinen ins mittlere, dann vom mittleren ins kleine, das ist kompletter Schwachsinn, also im Endeffekt habe ich es wieder zurückgemacht. So, dann vom großen ins mittlere. Dann hier vom Kleinen ins Mittlere, also sehr umständlich gemacht, aber ich habe es geschafft. Dann vom Kleinen, oder wie mache ich das hier, was mache ich hier? Ich mache hier lauter Faxen. Okay, dann vom Mittleren ins Kleine. So, dann hier nochmal rauspumpen, vom Kleinen ins Große. Und jetzt vom Mittleren ins Kleine, jetzt haben wir zwei gleich große Teile. Und dann können wir das Ganze mischen. Jetzt habe ich hier nochmal verfehlt. Zack, fertig. Also das ist nicht das Schnellste, sage ich dir gleich. Das ist kompletter Bullshit, was ich jetzt angemischt habe. Aber es ist halt eine kleine Lösung. Also, ja, da tut mir leid, da habe ich leider keine sehr gute Strategie im Moment. So, dann, leider kann man diese Sequenz nicht überspringen. Das ist, da habe ich jetzt wieder nicht genommen. Dann habe ich es aber gemerkt. Dann geht es weiter. Wir haben ja beide Passwörter eingegeben. Dadurch ist die Luke auch oben. Oben. Also die ist offen, hat er gesagt. So, hier hat er mich fast gepackt. Da gehen wir runter. Das eine Pulver braucht man nicht im Eck. Wirklich, mach einfach so, wie ich das mache. Ich weiß schon, warum ich gewisse Gegenstände nicht nehme. Da musst du mir einfach mal vertrauen. Du siehst ja, dass ich durchkomme. So, und hier kommt endlich das verdammte Kraut. Und ich hoffe, dass du oben das rote Kraut genommen hast, dass du alles genauso gemacht hast. Weil jetzt habe ich hier eine volle Heilung. Kann hier nochmal eine Munition sogar nehmen. Jetzt kommt hier noch was Geskriptetes. Nämlich die Delika. Aber erstmal das Rätsel. Rätsel mal einstellen. Ich finde, die Modulare habe ich nicht sehr schnell eingestellt. Normalerweise bin ich sehr schnell bei sowas. Aber irgendwie ist es mir nicht gut gelungen. Aber trotzdem, ja, relativ Plot. Und hier, wie gesagt, kommt eine geskriptete Stelle. Mach das genauso wie ich. Renne einfach an der linken Wand. Und renn sofort nach links rein. Der Licker wird dich nicht treffen. Ich garantiere dir, der wird dich niemals treffen. Nie. Weil das geskriptet ist. Aber du musst halt sofort. Du darfst da keine Zeit verschwenden. Du darfst nicht irgendwie nochmal stocken oder so. Ja, dann geht's in den Kühlraum. Hier einfach das Ganze kühlen. Nichts Wildes. Also easy going. Und dann können wir im Endeffekt das Gift versprühen. Ich werde jetzt hier gleich den anderen Weg nach draußen nehmen. Da gibt es auch eine geskriptete Sache. Weil der für mich sicherer ist. Ich muss dann nicht am Licker vorbei. Ich glaube aber, dass er ein bisschen länger dauert. Also ich glaube, von der Zeit her, ja, verliert man, glaube ich, ungefähr so 15 Sekunden. Aber der ist sicher. Ich gehe hier nach links. Ich werde hier nie getroffen, weil das geskriptet ist. Dann müssen wir hier nur eine Pflanze ausweichen. Und ansonsten ist da noch eine Frau oben, die ist auch geskriptet. Das heißt, also du bist hier einfach safer. Kannst dich selber entscheiden, in welche Richtung du gehst. Zack, gitten, durch. Und dann hier ganz wichtig, nicht sammeln, einfach durchgehen. Weil bis die aufsteht, bist du garantiert draußen, das ist geskriptet. Da kann dir nichts passieren. Da brauchst keine Angst haben. Ja, schade, dass das ganze Spiel nicht geskriptet ist, weil sonst könnte man das analysieren und dann wirklich schön krass durchrennen. Genau, hier kommen nochmal zwei Pflanzen. Manchmal steht eine hier, die andere dort. Das ist leider nicht geskriptet. Aber an denen kommst du auch noch vorbei. Also die Pflanzen sind ja leicht, du musst nur in diese gelben Popel reintreffen. So, dann passiert hier mir noch ein kleiner Unfall.
Also das hätte man jetzt viel besser machen können und jetzt werde ich wieder rumhumpeln hier wie ein Blöder. Das stecken wir rein. Das hat funktioniert. So, das ist hier leider nicht geskriptet, die liegen hier kreuz und quer. Und zuerst nehme ich hier eine Schrotflinte und dann sehe ich, dass sie gut liegen. Und denke mir so, okay, das schaffe ich auch mit der Pistole. Wechsel dann, nehme die Karte, drehe mich um und jetzt kommt hier ein Missplay, also wirklich sträflich. Nämlich, ich denke, dass ich hier vorbeikomme. Und ich bin fast vorbeigekommen, das war wirklich blöd. Und hier, guck mal, die ist explodiert. Also er trifft mich und er wird nicht gestunt. Ja, und Gott sei Dank habe ich noch ein Messer. Werde hier fast getroffen, also normalerweise wäre ich hier gestorben. Ich habe zu viele Fehler gemacht, aber irgendwie durch Glück bin ich hier durchgekommen. Normalerweise, wie macht man das? Man läuft einfach sicher, man kann auch nach rechts laufen zum Beispiel, wenn sie dir den Weg versperren. Und hier verliere ich die Nerven, nehme die Schrotflinte, denke mir, ey, komm, scheiß auf alles. Weil normalerweise hätte ich es ja auch mit der Pistole geschafft, aber ich habe einfach Angst gehabt, dass der Tyrant hinter mir her ist. Und letztendlich war das die richtige Entscheidung. Ja, du siehst, der Run hatte einige Fehler vom Ausweichen her, also bin ich nicht zufrieden mit mir. Also da muss man noch üben. Also ich bin schon zufrieden dafür, ich hab ja nicht oft gespielt, aber sag mal so, das muss besser sein. Also da muss man noch üben. So, dann hier natürlich aktivieren, also das kennst du ja, denke ich mal. Ansonsten, ich rate dir auf jeden Fall nicht sofort auf Veteran zu spielen, du musst erstmal ein bisschen Übung haben. Also ich habe hier ungefähr 6 Mal das Spiel durchgespielt und das ist der ungefähr siebte Run. Das heißt, ich hatte schon Erfahrung, ich kannte die Rätsel, ich habe gewisse Erfahrungen gehabt mit den Bossen, weil ich alle Erfolge gemacht habe vorher. Und ja, versuch nicht gleich das Schwerste, weil das kann sein, dass es dich demotiviert. So. Und wichtig ist wirklich, sagen wir mal, beim Erfolg, das ist ja auch bei mir im Business so, ja, ich mache Business und im Spielen ist es dasselbe. Das Wichtigste ist, dass du die Nerven nicht verlierst, ja, also das heißt, dass du übst, dass du einfach jeden Tag ein bisschen trainierst, weil wenn du dich übernimmst, kann es sein, dass du einfach aufgibst. Du sagst dann, das ist zu schwer, werde ich nie schaffen, Veteran, nee, und dann noch auf Rang S, nee, niemals. Üb einfach, üb, du wirst alles schaffen, glaub mir. Geh locker ran, trainier, versuch nicht beim ersten Mal gleich alles zu schaffen und so weiter, ja. Also, das ist so mein kleiner Tipp, so psychologischer Trick. Und am Ende wirst du schaffen. Und ich sag dir gleich, alle Profis, die üben sehr viel. Habe nochmal die Zeit gecheckt. Die üben sehr viel und die sind nicht irgendwelche Wunderkinder. Ja, weil die meisten, das ist halt leider das Problem und da will ich mit meinem Kanal den Unterschied machen, hier in Deutschland. Die meisten tun halt so auf super krasser, super Wunderkind. Ja, so guck mal, oh, ich habe gleich beim ersten Run alles geschafft. Ah, guck mal, ja, easy, also ich bin so krass und so weiter. Ja, also immer schön Status draus ziehen. Das Problem ist, sie haben gar nichts beim ersten Run geschafft. Ja, die lügen, ja, das ist einfach so, es gibt keinen Menschen, der einfach beim ersten Mal alles schafft, sondern man muss trainieren. Und zum Beispiel, wenn, sag mal, ein Profi, sag mal, das beim ersten Mal alles geschafft hat, ja, dann hat er das nur beim ersten Mal geschafft, weil er vorher aus sich 15 Jahre Resident Evil die anderen Teile gesuchtet hat auf Speedrun und einfach sau viel Erfahrung hat. Also, gutes Können, was ich sagen möchte, ist, gutes Können hängt mit Übung zusammen. Deswegen überfordere dich nicht und trainiere. Hier, krasse Strategie, geh sofort ran, keine Angst. Unten in den reinschießen, oben reinschießen, das ist garantiert, das ist geskriptet. Also das kannst du dir sofort holen, wenn du die Schrotflinte hast. Ansonsten gibt es hier eine Heilung, die bitte nehmen, nur wenn du sicher bist, nicht, dass er dich trifft. Und das ist so mein Lieblingsboss, muss ich sagen, im Spiel, mit dem ich die meiste Erfahrung habe. Also den habe ich schon mal sogar einfach nur mit der Pistole gekillt. Ja, was muss man hier beachten? Einfach ausweichen, eine gewisse Distanz halten. Wenn er springt, musst du auf ihn zurennen. Ansonsten, ich halte immer schön Distanz hier. Und wenn er die Container rausnimmt, dann immer schön in den Rücken treffen. Und am besten abwarten, bis er ihn hochhebt, weil dann kriegt er Zusatzdamage vom Verbrennen. So, dann hier, wenn er den Bauch aufmacht, natürlich mit der Schrotflinte reinballern. Und ja, es hat verschiedene Phasen. Das ist die Phase 1. Also, sag mal, das war Phase 1, jetzt ist Phase 2. Jetzt guck mal, seine Augen sind jetzt rot. Und das eine Schulterauge hält er zurück. Deswegen das nutzen, wenn er gegen den Boden schlägt.
Also er schützt sich jetzt ein bisschen besser an der Schulter. Guck mal, wenn er geht. So, zack, auf ihn zurennen. Das war knapp. Ich hab zu spät reagiert. Also du musst dich trauen, wenn er springt, musst du auf ihn zurennen. Ein bisschen so links an ihm vorbei. Aber an ihm zurennen, nicht wegrennen, sonst trifft er dich. So, zack. Und dann wegrennen, nicht gierig werden. Nicht gierig werden, du musst schön die Distanz halten. So, dann schön in den Rücken nochmal. Und er schluckt einiges hier auf Veteran. Also bedenke, dass sie hier viel stärker sind. Guck mal, wie er seine Schulter dort blockiert. Also der schützt sie sehr gut. Also in der zweiten Phase bewegt. Siehst du, ich renne auf ihn zu. Und weg. Nicht gierig werden. Weil er macht ja auch mehr Damage. Also wir spielen hier auf Veteran. Wenn er dich einmal hittet, bist du schon im roten Bereich. So. Dauert auch länger. Also in der zweiten Phase sind die Augen stärker. Das heißt, er hält da mehr aus. Pro Auge. Siehst du wieder, dass die Schulter, trotzdem kann man da treffen. Zack. Jetzt ganz wichtig. Baller alles rein, was du hast. Und baller einfach weiter. Also so, wie ich das hier mache. Guck mal, ich schieße einfach weiter. Einfach weiter. Er wird dir nichts machen. Du brauchst keine Angst haben. Schieß, 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 schieß. Er wird nichts machen. Leider muss ich nachladen. Schieß, schieß, schieß. Er wird jetzt nämlich erst rübergehen. Und dieses Teilchen rausreißen. Schieß, schieß, schieß. Und versuchen, die Augen zu treffen. Das war jetzt auch nicht so toll, wie ich es gemacht habe. Ich hätte eigentlich viel näher an den Rand gehen müssen. Und dann hätte ich weiterschießen können. Aber ich habe mir gedacht, okay, sicher, sicher. Das war nicht optimal. Und schön bitte die Distanz halten. Du kannst ihn wirklich unterschätzen, er trifft dich. Er hat sehr große Reichweite. Leg, bisschen schießen und vorbei. Nicht gierig werden. Schau, dass du hinter ihn kommst, dass du Raum hast. Also das ist das Wichtige. Er hat wirklich sehr große Reichweite. Springen, zack, weg. Das war nicht optimal ausgewichen, aber ich habe es geschafft. Aber wie gesagt, versuch an ihn ranzulaufen, wenn er springt. So, er braucht leider noch echt noch eine gewisse Zeit, weil wir Veteran spielen. Und da muss man geduldig bleiben. Weil manchmal denkt man, ha, komm, den habe ich jetzt gleich, den habe ich gleich. Das kenne ich von Dark Souls. Ja? Ich habe Dark Souls alle Teile auf 1000G durchgespielt. Und da habe ich das schon aus Dark Souls gelernt. Ja, du siehst diese Erfahrung. Jetzt passiert ein Fehler. Das hätte ich nicht machen können. Nicht dürfen. Er blockiert mich hier mit dem Feuer. Und hier ganz wichtig, neue Informationen. Renn einfach durch das verdammte Feuer. Das macht dir keinen Schaden. Das habe ich nicht gewusst. Also das macht dir, wenn du schnell durchrennst. Und das ist mein Fehler gewesen. Ich dachte, ich kann nicht durchs Feuer. Siehst du, jetzt renne ich durch, passiert nichts. Und ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir das ersparen können. Jetzt humpel ich wieder rum. Also das war wirklich schrecklich, dieser Run, was die Fehler, was die Bewegungsfehler anging. Siehst du, er ist immer noch nicht tot. Bleib geduldig, das ist wie bei Dark Souls. Wenn du denkst, ah komm, ich hab ihn gleich, scheiß ausgewichen, richtig Glück gehabt hier. Wie gesagt, du musst auf ihn zurennen, wenn er springt. Aber er springt halt relativ schnell. Ja, schön geduldig bleiben. Das Wichtigste ist die Distanz. Nicht jetzt denken, ja, ich hab ihn gleich. Es kann noch Minuten dauern. Du siehst die da nicht kaum. Das ist einfach nur krass. Schön Distanz. Der krass Reichweite. Schön Distanz. Zack. Genau, der letzte Hit immer nach rechts ausweichen. Wenn er runterkommt mit der Faust. Mit seiner Pranke, besser gesagt. So, hier mache ich es besser. Hier weiche ich aus. Ordentlich. Ja, wie gesagt, ein kleiner Fehler kann dich wirklich alles kosten. Du siehst, ich bin wieder im roten Bereich. Und wie gesagt, geh einfach durchs Feuer schnell durch, da passiert dir nichts. Ja, das war leider wirklich ein Informationsfehler. Und da siehst du, das ist halt Wissen, es macht. Hätte ich das gewusst, wäre ich durchgerannt. Ich hab's aber nicht gewusst. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja, und ich hoffe wirklich, dass du das hier ernst genommen hast und nicht durchgeskippt hast. Weil jeder, du siehst ja, überall gibt es Informationen. Überall gibt es so kleine Feinheiten. Ah, einfach nur geil. Ich liebe dieses Spiel. Und ich liebe es, Spiele zu studieren. Ich liebe das. Hier springt er mich an. Wenn er dich direkt anspringt, also direkt, kannst du noch was werfen. Und im Endeffekt habe ich ihn jetzt gekillt. Das war der Rest. So, hier gucke ich, was ich noch nehmen soll. Und entscheide mich schon, die Granaten mitzunehmen. Ich war mir dann nicht sicher, ja, schaffe ich das noch mit den Schritten. Aber ich habe mir gedacht, okay, nimm zwei Granaten mit. Ich hätte noch eine dritte nehmen können. Ich habe dann nochmal die Zeit gecheckt kurz.
Und ja, Gott sei Dank hat alles funktioniert. Also, wie gesagt, du kannst dich an mir hier orientieren. Das wird alles klappen, wenn du das ungefähr so machst. Und ja, mit diesen Informationen kannst du sogar viel besser machen, als ich das hier gemacht habe. Weil, wie gesagt, du siehst, ich habe hier einige Fehler gemacht. Aus Unwissenheit. Und natürlich auch Lack of Skill. Also, das heißt einfach vom Skill-Level nicht so gut beim Ausweichen. Aber ich bin schon zufrieden, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel erst ungefähr 6-mal durchgespielt zu dem Zeitpunkt und das ist schon eine gute Leistung. Das muss ich sagen, die Leistung verdanke ich aber Dark Souls, weil, und da siehst du, es kann sein, dass du, was ich, 10 Runs brauchst oder es kann sein, dass du 30 Runs brauchst, um auf mein Level zu kommen, weil, wie gesagt, ich habe zwar, sag mal, hier nur 6 Runs gehabt, aber ich habe 3-mal Dark Souls durchgespielt, ich habe Demon Souls durchgespielt, also ich habe alle 3 Dark Souls durchgespielt, alles auf 1000G, alles komplett, weil ich war früher Achievement Hunter, also das war so meine Vorgeschichte und ja, wir können die Zeit auch ein bisschen nutzen, damit wir uns besser kennenlernen. Also im Endeffekt, ich war früher so ein Zocker, so ein richtig schüchterner Zocker und dann habe ich angefangen, die Spiele wirklich ernsthaft zu spielen. Und dadurch habe ich dann Selbstvertrauen bekommen, ja, weil ich habe dann Dark Souls durchgespielt und viele Ninja-Guiden auf Ninja, auf Master Ninja und so. Und dann habe ich gemerkt, alter Schwede, ich bin doch krass. Und dann habe ich mich angefangen, um mein eigenes Leben zu kümmern, also nicht nur Spiele zu spielen. Also ich habe im Endeffekt die Kraft aus den Spielen geschöpft, habe mir bewiesen, dass ich das alles lernen kann und dass ich besser werden kann. Und dann habe ich mein Leben verändert, weil ich war früher Bäcker. Ich habe 12 Jahre Bäcker gearbeitet. Und dann habe ich einfach mit meiner neuen Zuversicht, mit meiner neuen Kraft, ja, habe ich dann mir einfach ein Business aufgebaut und heute lebe ich davon. Ja, ich habe ein passives Business, ich verdiene ungefähr im Monat 30.000. Also das ist einfach wirklich krass, was ich mir da aufgebaut habe. Und ich kann dir an dieser Stelle auch sagen, so wie man Spiele studieren kann, kann man auch das Leben studieren und man kann wirklich im Leben, hat man viele Möglichkeiten. Man muss nicht unbedingt einfach in die Arbeit gehen und den normalen Weg gehen, bis zur Rente arbeiten und so, sondern man kann heutzutage mit modernen Techniken sehr viele Sachen sich aufbauen, passives Geld verdienen und ja, letztendlich ja, genieße ich jetzt mein Hobby, weil ich mein Business aufgebaut habe. Den Kanal gibt es jetzt seit 4 Monaten ungefähr, weil ich habe ungefähr 2 bis 2,5 Jahre gebraucht, um mein Business aufzubauen und jetzt habe ich wieder Zeit zu zocken und bin wieder back im Game sozusagen. Und ja, ich kann dir nur raten, was ich dir aus der Geschichte einfach sagen möchte. Folgendes, weil wir haben ja jetzt Zeit, hier passiert ja nichts Krasses. Soll das ein verdammter Witz sein? Es lohnt sich, Achievements zu machen. Es lohnt sich, Erfolge zu machen, egal wer dir was erzählt. Ja, die Leute erzählen, ja, Spiele spielen ist blöd, ach komm, das lohnt sich, wozu machst du das und so weiter. Es lohnt sich. Weil du wirst besser, du lernst zu analysieren, du lernst zu lernen, dich anzupassen, Strategien zu lernen und wenn du krasse Erfolge schaffst, hier nehme ich hier den Schlüssel und gehe dann rein, wenn du krasse Erfolge schaffst, dann steigt dein Selbstbewusstsein. Und mit diesem Selbstbewusstsein kann man vieles machen. Man kann dann auf Frauen zugehen, man kann ein Business starten, man kann viel machen, wenn man selbstbewusster wird. Also hier habe ich eine gute Strategie, bei dem bin ich auch ziemlich gut. Treffen werde aber gleich getroffen. Ja. Also ansonsten, du wirst gleich sehen, ich mache ihn ziemlich leicht. Weil gegen ihn habe ich sehr oft gespielt und ihn sehr oft analysiert. Hier ist es ganz wichtig, du musst wirklich vom Eck zu Eck rennen. Und wichtig, guck mal, ich locke ihn erstmal so ans Eck und dann gehe ich durch. Also bitte nicht sofort ins Eck gehen, sondern ab der Mitte. Guck mal, ich stehe in der Mitte, locke ihn ein bisschen hin. Ausweichen genauso beim Sprung, also auf ihn zurennen. Also wirst gleich sehen. Noch eine Information, wenn du ihn anschießt, wenn er Schaden kriegt, dann geht es ein bisschen schneller. Aber ich konzentriere mich hier aufs Ausweichen, weil wir haben keine krasse Munition. Also beachte nochmal, wie ich es mache. Guck mal, ich stehe ungefähr in der Mitte. So, jetzt springt er natürlich. Jetzt guck mal, ich gehe wieder ins Eck. Er steht ja am Eck. So, dann gehe ich ins Eck und dann weiche ich voll aus. Eine volle Runde, verstehst du? Ich habe mehr Platz. Zack, Steine auch nutzen. Guck, jetzt locke ich ihn wieder ins Eck. Und dann weiche ich voll aus. Wisst ihr, ich habe sehr viel Platz. Das ist eine gute Strategie. Jetzt trifft er mich hier, glaube ich. Ah, ne, trifft er nicht. Aber der Stein ist weg. Und hier ganz wichtig, du brauchst die Blendgranaten. Guck mal, ich werfe eine Blendgranate. Und dann wird er gestunt. Wenn du nicht stunst, wird er dich töten. Und zwar mit einem Hit. Du kannst da nichts machen. Ansonsten benutze auch die Steine. Ich konnte den Stein jetzt leider nicht benutzen. Du kannst dich hinter dem Stein verstecken. Und dann trifft er den Stein. So, hier wird es jetzt ein bisschen risky-pisky. Zack, den vollen Raum nutzen.
Jetzt gucke ich hier, ob ich noch Granaten habe. Ich war mir jetzt nicht sicher hier, ob die normalen Granaten ihn auch ja, rechtzeitig bremsen, aber sie bremsen ihn. Zack, schon wieder. Du musst hier schnell sein. Guck mal, die bremsen ihn. Und leider zerstöre ich hier den Stein mit der Granate aus Versehen. So, wir haben es fast geschafft. Eine Granate habe ich noch. Ansonsten kannst du ihn auch anschießen. Also du kannst dich entweder hinter den Steinen verstecken oder die Granaten benutzen, wenn er so auf dich zurennt. Oder du kannst ihn anschießen. Aber wenn du ihn nicht stoppst, wird er dich töten. Und zwar mit einem Hit. So, wir haben es fast geschafft hier. Jetzt passiert hier noch was Lustiges. Er trifft mich. Ja, also das war jetzt ein bisschen scheiße, weil er am Ende gesprungen ist. Ich dachte, der schlägt den dritten Hit. Guck mal, jetzt pass auf. Klick. Er trifft mich. Das war ein Bug. Und dann kommt die Sequenz. So, hier wichtig, nicht überstürzen. Und das Lustige war hier irgendwie komischerweise, ich musste ihn zweimal treffen. Einmal, normalerweise ein Hit reicht, zweimal. Und dann habe ich es geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn du das wirklich durchgezogen hast wie ich. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wirst du mich auch verstehen, jetzt fühlst du dich auch viel krasser. Ja, wie so ein krasser Babbo. Ja. Warum? Weil du hast dir bewiesen, dass du dran bleibst. Verstehst du? Und genau deswegen, lass dir nichts einreden. Ja, Spiele sind für Kinder und so weiter, das ist alles Bullshit. Du kannst damit dein Selbstbewusstsein trainieren, du kannst besser werden und so weiter. Jetzt hier noch ein Boss, weil das ist der zweite Run, aber der ist im Endeffekt easy. Ich weiß immer noch nicht, ob man hier überhaupt sterben kann, weil immer wenn er ganz nah rankommt, stirbt er. Also ich habe hier die Strategie so, dass ich erstmal mit der Pistole baller und wenn dann das Auge rauskommt, dann schieße ich die beste Munition rein. Und das werde ich hier auch gleich machen. Ich erzähle dir in der Zeit nochmal ein paar Sachen. Wie gesagt, wenn du das jetzt wirklich durchgezogen hast, bitte achte mal auf dein Gefühl. Wie fühlst du dich jetzt, ja? Du bist der fucking Babo sozusagen. Du hast wahrscheinlich jetzt mehrere Tode hinter dir. Du bist dran geblieben. Deine Psyche hat gesagt, ah komm, hör auf, ich habe keinen Bock. Komm, ach komm, wozu brauchen wir das? Wenn du dich gezwungen hast und du hast es durchgezogen, fühlst du dich einfach richtig heftig, ja? Plus, du hast gelernt, du hast analysiert, du hast dich angepasst. Und das braucht man auch im Leben. Ja, das braucht man nicht nur im Computerspielen. Und ich sag dir eins, alles wirkt auf alles. Es gibt ein Naturgesetz, alles wirkt auf alles. Und ich behaupte mal eins, wer sich in Spielen Mühe gibt und wer wirklich an sich wächst, ja, und in Spielen kann man in Sicherheit üben sozusagen, der wird im Leben krass. Das heißt, du wirst dann nicht normale Jobs haben und ein normaler Mensch sein, sondern du wirst vielleicht wie ich dir dann ein krasses Business aufbauen, gute Beziehung und so weiter. Also du siehst 1,25 Rang S. Ich bekomme hier mehrere Erfolge. Einmal für Veteran. Dann bekomme ich hier nochmal für die Schritte, glaube ich. Gucken wir mal gleich. Dauert ein bisschen. Genau. Für die Schritte CO2-Bilanz. Und jetzt kriege ich nochmal den Haupterfolg, weil ich schon mit Claire vorher durchgespielt habe. Also ich hatte mit Claire einen Run vorher. Der war nicht so gut, aber ich habe es geschafft auf Rang A. Den werde ich nicht hochladen, weil das bringt nichts. Ich werde dir dann Rang S zeigen einfach, weil dort habe ich einfach noch zu viele Fehler gemacht und hatte einfach nicht so viel Wissen. Ja, wenn dir das Ganze wirklich gefallen hat und du auch ein korrekter Typ bist, gib mir einen Daumen hoch, unterstütze uns, weil wir helfen uns einfach gegenseitig. Dann kommt auch mehr und sowas raus. Und ansonsten abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst. Wir machen wirklich sehr gute Tipps hier. Und wenn neue gute Spiele rauskommen, dann werde ich einer der ersten sein, der das macht. Und ansonsten war das echt geil. Respekt, dass du es durchgezogen hast. Und bald kommt der DLC, 15. Februar. Also, hau rein, viel Erfolg, wir sehen uns.